Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Beim letzten Mal sind wir hier, Moment, ich muss mal ganz kurz eben mein Bild wieder in die Kamera holen, nee, nicht Bild in die Kamera. Nicht wundern, dass hier oben ein paar Strahlen sind, man sieht die ein bisschen zumindest, glaube ich. Ich habe meine kleine Lampe nämlich zerdeppert hier, vielleicht kann ich die mal eben zeigen. Sieht man sie? Ich habe die irgendwie versucht, für besseres Licht in der Kamera die hier ein bisschen auf dem PC und so zu postieren. Und dann bin ich ans Kabel gekommen und dann ist die runtergeflogen und macht, pff, war die Birne kaputt. Und wir haben nur noch LED-Lampen im Haushalt und deswegen konnte ich sie nicht ersetzen. Leider. Gut, beim letzten Mal mussten wir schnell einen Speicherplatz finden und ja, dies und jenes und welches. Das haben wir alles erledigt. Wir hatten neue Ausrüstungssachen gekriegt. Ich erinnere mich da echt gar nicht mehr dran, das ist schon wieder eine Woche her. Ja, eine Woche ist eigentlich nichts, aber naja. Ich habe mir jetzt mal ein anderes Plätzchen gesucht. Ich sitze jetzt nicht mehr auf dem Boden, ich sitze jetzt mal oben auf dem Sessel. Deswegen ist die Perspektive zur Kamera jetzt mal eine ganz andere und ich hoffe, das geht trotzdem irgendwie. Und sieht vernünftig aus. Crystal Points. Wollen wir die mal eben kurz verteilen? Ja, machen wir mal eben. Warum nicht? Warum nicht? Sage ich immer. So. So. Oh, 92 habe ich noch. Was haben wir da? Magie plus 6, TP. Was hat's noch für Herren, ne? Da habe ich noch gar nichts gemacht. Gott, Lightning lässt sich aber ganz schön hochleveln hier. Ohne Scheiß. Yay. Ah, das hat nicht mehr gereicht. Aber egal. So, Vinyl. Oder Vinyl. Ist mir auch egal, wie genau sie ausgesprochen wird. Das bockt mich nicht. So, Angriff gestiegen. Sehr schön. Auf uns wartet jetzt gleich ein fetter Gegner. Und das weiß ich, weil ich das Spiel ja schon einmal gespielt hatte. Feuerschlag haben wir gelernt. Und ja, das ist ein ziemliches Monster. Ein richtiger Boss. Na, Boss ist er nicht, aber naja, er ist schon hart. So. Das hatten wir fertig. Argumentor. Genau, Argumentor. Das ist das nächste. Yay. Was haben wir hier noch? Nix, toll, keine Fähigkeiten. Das ist aber ätzend. So, fertig. Jo, haben wir. Dann lass uns mal weitergehen hier auf der wundersamen Reise. Ihr seht schon den Punkt da oben. Und das. Ah. So, wo haben wir den. Genau, da. Ach, wir haben gar nichts. Wir haben überhaupt nichts. Ich habe gedacht, ich kann mal eben kurz was ausrüsten. Oh nein, es ist ein Behemoth! Metafertigkeit. Ja, die Meta-Fertigkeit bedeutet hier analysieren, das kann man machen. Und dann benutzt das ganze Team nur Fähigkeiten und Attacken, die wirklich super effektiv gegen das Vieh sind. Ich will mal kurz was gucken. Ne, nichts Besonderes. Nein! Sonst angreifen, los! Batz, 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 batz! Aufschlitzen, Lightning! So, ganz schnell eben hochboosten, damit wir den ganz schnell down kriegen. Sollte eigentlich nicht so problematisch sein, denke ich. Auch wenn es ein fettes Monster ist. Das Vieh hat nichts drauf. Guck mal, 50% ist schon so krass so. Wenn er bei 100% ist, geht er, glaube ich, auf nächstes Level. Dann stellt er sich, glaube ich, hin und ist super kräftig. Und das ist nicht schön. Glaubt mir das ruhig. So. Ich glaube, irgendwann später können wir auch als Brecher, also jetzt dadurch, dass Sarge Feuerschlag gelernt hat, können wir das als Brecher benutzen. Oder ist das Brecherfähigkeit oder... Verheerer, ich muss nochmal gucken. Ne, das war Verheerer-Fähigkeit. Stimmt, er kann ja gar nichts anderes. Er kann nichts anderes, der Noob. So, haben wir ihn? Komm schon. Bats, tot. In den Arsch geschossen. Nur 4 Sterne, das ist aber bitter. Yay, neue Daten. Was haben wir da? Ah ja, die... Das Tutorial. Wie macht man das mit den Meta-Fähigkeiten? Was ist... Elementangriff, ja, das haben wir schon. Ja, was ich gesagt habe, mit Metafähigkeit, ihr benutzt das und dann verliert ihr halt 1 oder 2 Punkte, wenn ihr, also pro Metafähigkeit müsst ihr Punkte bezahlen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen, wo genau ihr die sehen könnt, das sehen. Da oben ist bestimmt ein Item. Ja, da bewegt sich ein Ball. Item Ball. Ich will das jetzt auch nicht mehr provozieren, das zu sagen, weil ich habe ja einen schönen Statisten bei mir unter den Zuschauern und ich will ihn auch mal, da ist ein Analysator gewesen, super. Ja, der schreibt gerne die Statistik auf und ich versuche mich mal ein bisschen zusammenzureißen, denn, ja. Ich will ihn ja nicht überfordern. Also, es ist schon schön, dass er mal mitzählt, aber er soll auch Spaß an den Videos haben. Hat er ja so oder so, glaube ich. Egal. Schaut einfach. Cutscene.
They must be hunting down Purge survivors. I hope everyone made it out okay. So do I. But nowhere is safe for them now. Damn it. Just cause they shared a neighborhood with a foul sea. They get treated like pulse-tainted rats. People really hate pulse, don't they? Not hate. More like fear. Tens of millions of people, all scared of pulse boogeymen. They'd be shaking in their beds every night if they knew that Lassie like us were around. But they'd purge that entire town. It's crazy, I know. But the Sanctum Fauci did nothing to stop it. Up until now, Eden's always stepped in to correct their errors in judgment. Guess humans aren't worth the effort. Figure they'll let us just kill each other off. Lassie are not human. Listen, you! That's enough! We're still alive. That's something! What? Where is it? I don't know. There! They're sealing off the area. They're trying to trap the stragglers. We gotta get moving before we're caught in the net. Tja, Hope scheint immer noch nicht so beeindruckt zu sein von LC, obwohl er selber ja einer geworden ist, aber und sagt, es sind keine Menschen, aber er ist doch Mensch, oder nicht? Na, eigentlich ist er eine Spielfigur in einem Spiel, aber das weiß er ja nicht, glaube ich zumindest. Nein, eigentlich dürfte er es gar nicht wissen. Erinnert mich so ein bisschen an Drawn Together, kennt ihr das? Da ist doch dieser Xander, der kleine Homo da, dieser Homo-Videospiel hält. Und in einem Spiel findet diese Toot, die kennt man auch aus den 20ern oder so. Da war sie ein Sexobjekt. Und ja, die hat dann ihn einfach, also hat eine Komplettlösung für ihn gefunden und auch ein Cheatbuch. Und durch das Cheatbuch konnte sie dann, ihn willen machen. So. So kann eine Spielfigur auch zum Leben erwachen. Zumindest ein bisschen. So, Attacke! Los, Jungs! Mädels! Beim Jungs, da ist nur ein Junge hier. Patz, patz. Na, viel aushalten tun die ja nicht gerade, oder? Scheint zumindest so. Genau, Metafähigkeit. Unten seht ihr den am Lightning und dann seht ihr ganz rechts eine 4 stehen. Das sind die Punkte, die wir haben für Metafähigkeiten. Und wenn ihr jetzt auf Metafähigkeit geht, dann seht ihr Analyse und dahinter steht ein 1 und das ist ein Punkt, den man für die Fähigkeit braucht. So, das ist Metafähigkeit. Jede Person hat für sich so eine bestimmte Metafähigkeit, glaube ich. Ja, ey, mit seinen gelben Pistolen, die sehen so bescheuert aus. Oh, 16 Kristallpunkte. Ich hätte gerne ein paar mehr. Bitte. Lass mal schauen, wie es weitergeht. Weiter. Ting. Habe ich überhaupt das Mikro an? Ja, vorhin müsste eigentlich meine Stimme irgendwie wie so ein Roboter geklungen haben. Da ich jetzt ja Audio nicht mehr mit der HDPVR aufnehme, also meine Stimme, sondern mit Audacity. Er guckt mich an. Mit Audacity. Ach, scheiße. Habe ich das ausgestellt jetzt bei der HDPVR, aber ich mache am Anfang immer an, die Stimme, damit ich das synchron ziehen kann, so, ne? Ist besser. Oh, die sind bitter, die Viecher, glaube ich. Metafähigkeit, nochmal Analyse, bitte. Jo, und jetzt Attacke. Das sind alles die gleichen, von daher macht das nicht viel. Sauber, der ist schon mal erledigt. Batz, batz, batz. Naja, und dann müsste meine Stimme, glaube ich, 5 Minuten lang wie ein Roboter geklungen haben. Aber das ist normal bei mir, wie man ja weiß. Fail ist bei mir... Ach, Sash ist down. Oder Sash. Sash heißt der, nicht Sash.
Wäre schön, wenn die Figuren seinen Namen nochmal nennen würden, weil dann würde ich das wenigstens nochmal hören, ob das wirklich richtig ist. Oh, 30 Kristallpunkte gekriegt. Geil. Wir sind jetzt bei 10 Minuten. Gut. Gut. Das ist gut. Da unten müsste ein Item sein. Jawoll. Bing, 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 bing. Wie so ein Pokéball. Digitalschaltkreis. Das kann man, glaube ich, teuer verkaufen. So. Noch mehr von den Makan. Geht weg. Tschüss. Nein, geh weg. Ha, Loser. Scheiß auf die, die bringen keine Erfahrung. Lauf um die Ecke. Sag mal. Aha. Alle Wege führen nach Rom, sagt man ja immer. Und die Wege haben alle nach oben geführt. Ho, ho, ho. Nicht zum extra Item oder so, hätte ich jetzt wetten können. Die springen wie so ein Gummiball, ne? Doing, doing, doing. Ich finde mal da... Gehen wir außenrum. Ich glaube, außenrum ist besser, oder? Ich kann die Kamera gerade gar nicht überdrehen. Oh mein Gott, gar nicht drehen, meine ich natürlich. So, ach, da ist sogar ein Item. Hehe, sogar zwei Items. Paraffinöl. Aha, sehr interessant. Ganz viel zum Umbauen auf jeden Fall. 50 Kilo halten, ja, yeah, davon können wir uns einen Trank kaufen. Ein Potion? Ich glaube nicht. Jetzt gehen wir mal eben zurück. Ring! Siehst du, hier haben wir noch einen Ball. Ein Ball. Ball. Isolierkabel. Wenn wir daraus mal keine Superwaffe basteln können, dann weiß ich auch nicht weiter. Oh, hoffentlich habe ich den Schockmoment erwischt. Oh, zum Glück. Oh mein Gott. Erstmal auf die Wachsdrohne. Nein! Das war Fail. Erst den anderen. Attacke, Attacke, Attacke. Nein! Es ist weg. Na gut, da macht er... Oh, die ist schon tot. Scheiße. Das ist kacke. Ich hätte den zuerst angreifen müssen, weil das ist der Stärke von beiden. Oh mein Gott. Oh, wir haben ihn schon geschockt. Das ging relativ fix. So, schön weiter draufhauen, Leute. Wir müssen ihn schnell down machen, der ist stark. Und sonst haben wir gleich verloren. Verloren. Ich will nicht verlieren. Oh Gott. Vinyl, Angriff. Batz, batz. 449% haben wir den schon geschockt und wir machen kaum Schaden. Also nicht so viel, wie ich eigentlich erhofft hätte. Ah, jetzt ist er down, zum Glück. Ist das ein 5-Sterne-Rang? Ich weiß es nicht. Ha, das hat sogar gereicht. Geil. 34% genau. Kristallpunkte. Ach, der da unten ist auch mit gleich in den Kampf reingesprungen. Genau, ist so in Ordnung. Soll ich mal gucken, was wir kaufen können? Geschäfte. Sieht nicht aus, als ob es irgendwas Neues gibt. Nee. Schade. Ja, können wir uns einen Trank verkaufen. Haben wir ja noch nicht genug von. Gehen wir noch ein Stück weiter? Jo. Hauptsache, es kommt jetzt keine Cutscene oder sowas. Das wäre kacke. Wow. This whole place is crystal. I wonder what it'd be like to become a crystal. You gonna complete your focus? Maybe. If I knew what it was. Yeah, I probably don't want to know. Hey, Lightning. Did Sarah say anything to you about her focus? Nothing. You know what? She probably didn't want to worry you. Or she just didn't think she could trust me. Schon so ein bisschen traurig, ne, wenn die eigene Schwester einem nicht so sehr vertraut. Naja, hier noch ein Stückchen weiter. So, was sagt denn eigentlich der Tacho? Da haben wir schon wieder drei Cyberdinger. Ah, der Tacho sagt, es ist vorbei für heute.
Gut, ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 13. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.